Und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Voller Energie und Power. Ja, wir gehen heute an den T-Rex dran. Und zwar, ihr seht, ich habe ihn schon umgedreht, dass ich von hier vorne arbeiten kann. Was machen wir? Vorderrad ab, Schutzblech ab. Das wird schwierig. Rost. Aber ich möchte hier an den Vorbau dran, und zwar Gabelholme. Ich möchte mal schauen, passen denn die anderen, die ich austauschen möchte. Also alt gegen etwas neuer. Das heißt, erstmal hier dran werfen. Viel Arbeit. Das erste, was ich machen werde, ich werde den Roller hier hinten verzorn, dass er nicht nach vorne runterkippt. Das heißt, hinten festziehen und verankern. Gurt ist rüber. Jetzt heißt es, das Vorderrad ganz minimal freistellen. Und das sollte schon ausreichen. So kann ich jetzt hier ganz frei arbeiten, ohne Gefahr zu laufen, dass er nach vorne runterkippt. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Womit fange ich an? Auf jeden Fall mit Rostlöser. Da werde ich ruhig hier mal was drauflaufen lassen, weil ich glaube, hier besteht die Gefahr, das Schutzblech nicht abzubekommen. Das Ganze mache ich natürlich auch auf der anderen Seite, und wir lassen hier genauso was drauf und schauen uns mal an, was denn da so passieren wird. So, das legen wir zur Seite oder stellen wir zur Seite. Anfangen werde ich jetzt mit dieser Welle. Aber da der Roller ja so ein bisschen verdreckt ist, würde ich mir ganz gerne Handschuhe dazu anziehen. Und ach, die ist so schon locker, okay. Das heißt, wir können die Welle so abschrauben. Also die Tachowelle. Als nächstes würde ich sagen, lösen wir das Rad. Die Seite ist eine 14er Schraube, auf der anderen Seite eine 17er. Also 14er ansetzen und lösen das Rad. Na, das geht ja wenigstens mal von alleine. Also Schraube runter und die Steckachse gleich erstmal rausziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Steckachse rutscht. Wir können es dann mal versuchen. Oh, ja. Sehr fest. Ich drehe jetzt sie hier einfach mal dran, um zu sehen, ob sie sich denn vielleicht von alleine bewegt. Ja, passiert was. Na, das ist doch schon mal sehr gut. Bewegung ist drin. Ja, also schon mal recht leichtes Spiel, aber vorne sieht es auch nicht gerade sehr schön aus. Das werden wir gleich sehen, wenn wir das Rad hier rausbekommen. Das heißt, hinten noch mehr Spann, dass der Vorderbau sich noch hebt. Ein bisschen angehoben, mal gucken, ob das ausreicht. Das kam mir allerdings eben entgegen. Das ist ein Teil von Schutzblech. Ja, Schutzblech würde ich wahrscheinlich auch verändern und anders befestigen. Das soll nicht das Problem sein. Jetzt heißt es erstmal, das Rad aus der Bremse rausbekommen. Da kommt mir gleich das nächste entgegen. Ja, einfach mal ein O-Ring, der mir entgegenfällt. Hier sieht man schon, jetzt kann ich mir auch vorstellen,
warum, Moment, warum der Roller vielleicht schon so schief gelaufen ist. Guckt euch das Teil mal an. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich lege es mal flach auf die Hand. Das kann schon das Teil sein, warum der Roller schräg wegzieht. Das Ganze ein bisschen höher gezogen und ich habe schon was gesehen, was hier nicht dran stimmt. Erstmal aus der Bremse raus hier. Okay, das ist unser Abstandshalter, das ist ganz normal, aber passt mal auf, was jetzt noch kommt. Ja, da kann das dann nicht funktionieren. Und zwar guckt mal in das Rad rein. Erstmal liegt da was drin rum, was auch defekt ist. Und es ist gar kein Lager mehr vorhanden. Das Lager fehlte da drin. Und hier sieht man auch, das ist voll, jetzt zerfällt das Teil auch noch, dass es voll abgerieben ist. Hä? Wer macht sowas denn? Das Ding ist auf jeden Fall in seine Einzelteile hier zerfallen. Aber es ist trotzdem kein Lager vorhanden. Ja, dann kann das nicht funktionieren. Ich gucke mal auf der anderen Seite. Ja. Die andere Seite sieht auch nicht gerade besser aus. Auch schon angegriffen. Und so sieht jetzt eben diese Seite aus. Komplett leer. Okay, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren mit dem Vorderrad. Wie man sieht, habe ich erstmal alles mit Rostlöser eingespült. Das hier sieht schlimmer aus, als es ist. Das ist oberflächlich, aber das muss auf jeden Fall sauber gemacht werden und wieder ja, neu gestrichen oder lackiert werden. Aber hier diese Schrauben, die habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, mit Rostlöser eingesprüht. Ich hoffe, die lösen sich. Wenn ich allerdings hier neue Holme einziehen sollte, dann kann es sein, dass ich auch eine andere Bremse brauche. Das heißt, ich brauche einen neuen Bremssattel, weil die Löcher für das Vorderrad ja anders gesetzt sind. Also würde ich wahrscheinlich auch die Bremse umbauen müssen. Wäre kein Thema, das geht. Aber erstmal ja, müssen wir hier wieder ein bisschen Grund reinbringen. Wie ich gerade festgestellt habe, muss ich wohl auch neue Lenkkopflager einsetzen, weil das kommt mir hier ein bisschen hucklig vor. Da sollte man auf jeden Fall auch noch mal genauer hinschauen. Das werde ich dann machen, wenn ich vorne alles gelöst habe. Ja, ist eben eine Baustelle, aber der Motor läuft schon mal, dann kriegen wir den Rest bestimmt auch hin. Heute machen wir mal ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, ihr seht, ich hau jeden Tag ein Video raus und manchmal sogar zwei. Kommen wir nochmal zurück auf das Gewinnspiel. Gewinnspiel habe ich heute endlich alle Namen ausgeschnitten und bringe jetzt natürlich noch, was doppelt und dreifach geschrieben wurde, diese Namen, da nehme ich einen von und das Ganze kommt im Pott. Ich hoffe, wir kriegen das morgen mal über die Bühne. Ihr seht, ich verzögere alles jetzt gerade ein bisschen, aber es geht nicht anders. Auf jeden Fall, vergessen ist es nicht. Ich mache mir schon jeden Tag Vorwürfe, warum ich das alles so in die Länge ziehe gerade. Deshalb, ich hoffe, wir kriegen morgen die Auflösung hin und dass wir dann die 6 Gewinner preisgeben. Was ihr dann nur noch machen müsst, ist via E-Mail mir eure Adresse zu senden, komplett natürlich, wie gesagt, über E-Mail, dass ich mal die Gewinne für meine Leute auch rausschicken kann. Von daher, Gas geben. Als nächstes löse ich den Bremssattel. Mit dem ist hier auch nicht mehr viel los. Also, ich glaube, den
können wir eventuell sogar wegwerfen. Das wird man dann sehen, ja, wenn ich das Ganze erstmal draußen habe und weiß, was ist damit los. Also schon mal lösen. Sollte jetzt auch schon locker sein. Jawohl. Ich gucke mal rein. Ja, runtergefahren auf jeden Fall. Ob wir den noch mal gängig bekommen, sieht schwierig aus. Also, wir lassen uns trotzdem überraschen. Aber hier, das sieht gar nicht gut aus. Ich denke mal, hier wird demnächst Bremsflüssigkeit rauskommen. Weil das Teil scheint hin zu sein. Also auch noch neue Zuleitung dazu. Schraubendreher zur Hand. Ich befürchte allerdings, dass diese Schraube freiwillig rausgehen wird. Mal gucken. Nein, natürlich nicht. Die ja, ist mehr oder weniger auch hin. Tja, mal überlegen. Hier seht ihr, ist auch das Schutzblech, das Stück abgebrochen. Also das müsste man, wenn, dann eh ja, ein bisschen kürzen und anders anbringen. Jetzt geht es aber erstmal darum, ich würde ja nun trotzdem ganz gerne das Schutzblech runternehmen. Tja, da brauchen wir wahrscheinlich wieder unseren Schläger. Euch habe ich erstmal wieder zur Seite gebracht und ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Ist auf links, aber ich glaube nicht, dass ich hiermit vorankomme. Wir gucken mal. Das verdreht sich hier. Ich hätte mal das Vorderrad drin lassen sollen. Aber ich glaube, das Ding ist eh nicht zu retten. Mal die Stange hier rein. Mal gucken, ob die so ein Stück reingedreht bekommen hier. Nein, natürlich nicht. Auch nicht gut. So, nochmal. Einmal angefasst. Nochmal das Gleiche. Lösen. Das Schutzblech zerfällt auch schon. Also hier tut sich nichts. Und wie gesagt, das Schutzblech zerfällt auch schon. Nicht gut. Wie würde man jetzt sagen, nie ohne meinen Anwalt. Aber es muss leider sein. Gut, ich versuche jetzt das Einfachste. Ich versuche hier oben die Holme zu lösen. Schauen wir mal. Gar nicht so einfach. Aber wir testen mal. Na, hat der Rostlöser geholfen? Könnte es durchaus möglich sein, dass der Rostlöser etwas bewirkt hat. Also die Seite ist schon mal frei. Gut, hat funktioniert. Wie sieht es hier aus? Das werden wir auch gleich sehen. Ja, es bewegt sich auf jeden Fall. Und selbst da funktioniert auch alles. Also, Schrauben raus und weitersehen. Jetzt ist es natürlich noch so, bevor ich die Holme rausziehe, muss ich diese zwei Zähne auch noch befreien. Sehen auch böse aus, aber vielleicht täuscht das auch. Deshalb die beiden Zähne schrauben auch raus, weil hier ist noch ein Plastikteil, das ist eine Rundung sozusagen und die möchte ich auch gerne noch vorher abhaben. Tja, ich grinse schon wieder. Hallo Leute, ihr habt mich bestimmt schon vermisst. Also, ich hab's wieder mit dem Motor einfach gemacht, aber ich will auch Nullkellen sehen. Macht er nicht das, was ich will? Werde ich mich weigern? So ist es. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass er
einfach hinter meinen Rücken gesprochen hat. Dieser fiese Mob. Ich sehe schon zu, dass ich dir Gutes tue und du sträubst dich auch noch. Also, wenn ich dich zum Laufen bringen soll, unterstütz mich gefälligst. Was sagt ihr dazu? Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir versuchen mal unser Glück, ob es mir gelingt oder nicht. Dieser fiese Mob, ey, was der hier redet, echt Wahnsinn. Was ist jetzt hier los? Ich komme mit meiner Nuss hier gar nicht drauf. Es ist eine Zehner. Aber irgendwie im wahrsten Sinne sträubt er sich echt gegen mich. Ich muss mal schauen. So, erste sitzt und jetzt heißt es ja. Also ich wusste wirklich nicht, dass er hinter meinem Rücken spricht. Das war mir jetzt echt neu. Ich habe nur, wo ich dann das Video geschnitten habe, mitbekommen, dass er spricht. Jetzt ist er auch noch der sprechende Roller. Ich werde echt verrückt. Macht mir das Leben zur Hölle hier. Ratsche anbringen. Ja. Und ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Ja. Und Schraube lösen. Na. Ja, an diesem Roller muss, glaube ich, einiges ausgetauscht werden, bis er irgendwann mal die Straße sieht. Aber ich mache das, um weiterhin Rex-Roller zu erhalten. Auch wenn sich der Aufwand vielleicht nicht lohnt, aber was will man machen? Man gibt sich einfach Mühe, dass das Ding wieder auf die Straße kommt. So, nun dürfte dem nichts mehr im Weg stehen, aber unsere Gabeln sind wie festgeschweißt. Ja, da müssen wir natürlich wieder mit anderen Werkzeug auffahren. Guten Schraubendreher, der ist echt gut, muss ich schon sagen. Vor allem, was der schon alles mitgemacht hat. Hinten mit einem reinen Durchschläger. Und zwar gehen wir jetzt hier zwischen, wo die Schraube eingesetzt wird. Und dehnen es mal ein bisschen. Hammer zur Hand und das war eben die Hand. Das sollte schon reichen. Nicht, dass uns noch irgendwas wegbricht. Schutzblech muss ich höchstwahrscheinlich eh ein neues besorgen. Ich glaube nicht, dass ich damit noch arbeiten kann. So. Boah, hier ist er. Mein lieber Mann. Rost ohne Ende zwischen. Mal gucken, ob sich schon was getan hat. Ja, die Häume sind auf jeden Fall schon mal leicht gelöst. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt so runter bekomme. Ich glaube, ich öffne das doch noch ein Stückchen weiter. So. Hier vielleicht auch noch mal ein ganz klein bisschen. Ja, das sollte normal ausreichend sein. Darf wieder raus. Ich denke mal, das werde ich eh weghauen. Das ist so fertig. Im Grunde kann ich das jetzt hier. Ich bin normalerweise sehr zaghaft damit, aber wir nehmen das jetzt hier ab. Weil die Schrauben hätte ich hier garantiert nicht mehr lösen können. Also, was soll's. So kann ich wenigstens jetzt meine Holme schon mal ein bisschen bewegen. Aber die wandern immer noch nicht. Ich nehme jetzt hier mal den Schutz hoch. Ja, sehen noch ganz gut aus eigentlich. Aber sind sie noch gut genug überhaupt dafür? Ja, also, die müssen runter. Ich sprühe jetzt hier nochmal Rostlöser rein. So, Rostlöser tropft.
Und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich mit einer Zange dran. Das ist hier auch ganz blöd zu erreichen, weil ich glaube, die sind oben auch nochmal verschraubt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es sieht ganz danach aus. Ja, ein bisschen drehen nochmal hier. Doch, der ist richtig fest hier. Ah, schwer zu sehen. Das Plastik kriege ich auch so nicht runter, bevor ich die Dämpfer nicht unten habe. Ansonsten müsste ich oben alles lösen und die ganze Gabel rausziehen. Das wäre die bessere Variante, glaube ich, bald. Also ich habe die Halter noch ein bisschen mehr aufgetrieben. Mehr darf man schon gar nicht mehr. Beweglich ist das Ganze schon, aber ich komme hier immer noch nicht dran. Mache ich mir mal ein bisschen nach oben. Irgendwie hängt er hier noch. Entweder liegt das jetzt an Rost oder ist noch ein Splint verbaut. Ich sehe hier aber auch so gar nichts. Den lässt er sich auch schon mal drehen. Aber ein Splint sehe ich hier nicht. Also der oben den Dämpfer nochmal extra festhält. Ich habe oben das noch ein bisschen weiter aufgetrieben. Und jetzt ist der schon mal draußen. Wir probieren dasselbe jetzt nochmal drüben, weil irgendwo muss doch da was passieren. Nochmal. Der eine kam von alleine eben hier entgegen, aber der zweite tut sich hier richtig schwer. Also, der muss runter. Mach! Mach oder mach nicht. Und er will nicht machen. Na, dem werde ich helfen. Verspielt. Ich habe ihm geholfen. Aber ich habe das ganz schön weit aufdehnen müssen. Ah, okay, hier ist ein Kranz drin. Ja, und hier auch. Gut, ist aber nicht das Problem, das bekommt man wieder hin. Wichtig ist, dass die Dämpfer erstmal draußen sind. So kann ich mir jetzt ein Bild davon machen, wie denn die anderen Dämpfer da reinpassen würden. Hier habe ich beide Dämpfer und man sieht, hier ist aber eine ganz andere Nut drin. Hier ist eine breitere und hier ist eine schmalere. Da müsste man jetzt sehen. Funktionieren müsste es. Die gleiche Länge haben sie auch. Also, ja, die gleiche Länge ist auch gegeben. Vom Vorteil ist, dass die oben verschraubbar sind und die ein Stopfen haben. Ja, man muss mal sehen, wie ich das jetzt mache oder was ich auch mache. Ich halte hier einfach jetzt mal ein Rohr an, um zu sehen, ja, okay, da geht es so noch nicht rein, hier auch nicht. Also normal könnte es sein, dass die Verschraubung bräuchte nicht ab. Ich muss wahrscheinlich noch mal den Durchmesser messen, aber ich möchte trotzdem mal was ausprobieren. Ich halte mich hier mal außen weiter. Ja, komm schon, mach! Ich schlage heute sogar die Funken. Gut, nochmal das Gleiche. Mhm. Also immer noch nicht. Jetzt nochmal, das muss, das ist einfach Pflicht. Ich muss mal den Durchmesser messen von diesem Teil hier.
Also ich nehme erstmal den Eichendämpfer und messe das. Da haben wir einen Durchmesser von gute 26 mm. Also dieser Durchmesser hier. Wir gucken jetzt mal bei den anderen. Ohne diese Rille jetzt erstmal gerechnet. Aha. Da haben wir einen Durchmesser, okay, von gute 27. Also 1 mm Unterschied. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen? Ich lasse mir da schon noch was einfallen. Freund, ich habe dir gesagt, spielst du nicht mit, landest du echt auf den Schrott. Ich habe keinen Bock auf sowas. Spielst du nicht mit, werde ich dich einfach vom Tisch runternehmen und raus und ab in den Müll. Nur mal so unter uns. Keiner kriegt was mit. Aber ich sage dir, hüte dich, weil sonst steht hier gleich ein anderer Roller. Peter, bitte nicht! Ich spiele jetzt wieder mit. Ich weiß doch, du willst mich doch auf die Straße bringen. Ich sag dir echt nur eins. Reiß dich am Riemen, dann mache ich auch weiter. Weil da habe ich echt keinen Bock drauf. Wenn du mir hier das Leben schwer machst, sehe ich echt nicht mehr ein. Ja Leute, was soll ich sagen? Das ist soweit wenigstens schon mal geschafft. Wie es weitergeht, erleben wir natürlich in dem nächsten Video. Und ja, ich hoffe, er spielt mit, dass das wirklich klappt, weil irgendwann verliert man schon ein bisschen die Lust daran, wenn man sieht, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber das ist eben mein Leben und dafür stehe ich auch jeden Tag vor der Kamera. Gut, in diesem Sinne drückt mir die Daumen, dass er jetzt wirklich mitspielt. Also ansonsten müssen wir mal sehen, was wir mit ihm machen. Na, würde ich doch sagen. Gut, also in diesem Sinne viel Spaß bei dem Video und macht's gut. Tschüss.